Willkommen zu einem neuen Video und wie schmerzhaft dumme Kommentare über das Aussehen oder das Gewicht sein können, kennen glaube ich viele von uns. Umso schmerzhafter ist es, wenn es sogar von den eigenen Eltern bzw. der Mutter kommt. Aussagen wie dein Hintern ist zu groß und schwabbelt und du hast Zellulite, mach mal Sport, können dann schon zu extremen Essstörungen führen. Dazu hat Reporter ein Video gemacht und zwar: Dünn sein für Mama, was Almond Moms anrichten können. Ein sehr interessantes Thema, denn ich kenne sehr viele Leute, auch in meinem Umfeld, die sich echt krasse Sachen anhören müssen und ich weiß, dass sie bis heute darunter leiden. Und es zeigt auch wieder, wie schwierig es eigentlich ist, seinen Kindern eine ordentliche Ernährung beizubringen und wie empfindlich dieses Thema ist. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wie ihr das ganze Thema seht. Denn in diesem Video wird nämlich ein Mädchen, die unter einer Essstörung leidet, ihre Mutter in dieser Reportage vor laufenden Kameras das erste Mal damit konfrontieren. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Folgt mir gerne auf Instagram auf jasmin_gnu. Das Originalvideo findet ihr unten in der Beschreibung und wir gehen jetzt rein. Let's go. Einmal hat meine Mutter gesagt, dass ich meinen Po trainieren sollte, weil er schwabbelt und Zellulite hat. Wenn ich das schon höre, wie kann das eine Mutter sagen? Na, wir gucken weiter, bevor ich noch irgendwas sage. Ich habe halt auch richtig doll gemerkt, wenn ich versucht habe abzunehmen, dass sie schon einfach netter zu mir ist. Bei den Röllchen hat meine Mutter gesagt, von denen kommen Speckröllchen. Solche Erfahrungen teilen aktuell einige auf TikTok unter dem Hashtag AlmondMom. Da werden Eltern exposed, die die Kalorien ihrer Kids gezählt haben oder ihnen halt auch Kommentare zur Figur gedrückt haben. Und einige Betroffene sagen, deswegen habe ich heute eine Essstörung. Das kann viel mehr beeinflussen, als man denkt. Gerade in meinem näheren Umkreis, als dann eben zu 10-Jährigen gesagt worden ist, oh, bist du schwanger und so ein Schwachsinn, oder eben kommentiert worden ist, dass man ja bloß nicht möchte, dass die Kinder, die eigenen Kinder dick sind, weil das wäre das Schlimmste überhaupt. Das sind oft so dumme kleine Sprüche, die einfach so tief sitzen, gerade wenn man jung und sowieso unsicher ist, in der Pubertät ist. Es ist echt krass, wie empfindsam dieses Thema ist und wie tief solche Wörter und Sätze sich ins Gehirn einbrennen können und wie man hier jetzt wahrscheinlich gleich sehen wird, zu einer krassen Essstörung ein Leben lang führen werden. Veronika, die ich jetzt hier von der Uni abhole, hat einen TikTok über ihre Almond Mom gemacht. The only Snickers we knew. Ja, sie sagt ja halt quasi, dass sie nur gesunde Sachen essen durften und so weiter und so fort. Sie hat ihre Mutter noch nie richtig damit konfrontiert, dass sie sie für eine Almond Mom hält. Aber heute will sie genau das tun. Oh. Finde ich krass. Würde ich nicht machen mit Kamerateam dabei und allem. Hi, Veronika. Hi, ich bin Anna. Hi. Veronika wohnt noch bei ihrer Mutter. Heute Abend wollen die beiden zusammen essen und dafür braucht sie noch ein paar gesunde Zutaten. Ja, ist halt schrecklich, wenn du das Gefühl vermittelt bekommst, dass deine Familie dich nur liebt, wenn du schlank bist und wenig isst und dich gesund ernährst. Bei den Süßigkeiten erzählt Veronika mir, was sie als Kind alles nicht essen durfte. Ich war so neidisch auf Kinder, die Schokobrötchen haben durften. Sowas gab es nie bei uns im Kühlschrank. Ja. Und alle meine Freunde hatten immer Fruchtzwerge und ich wusste nicht mal, was das ist. Bei den Röllchen hat meine Mutter gesagt, von denen kommen Speckröllchen. Ja, ist echt schade, echt traurig. Ich habe überhaupt das Gefühl, wenn du halt eben Kindern sagst, nein, das darfst du nicht, dann machen sie es erst recht oder es endet dann in irgendeinem anderen Extrem. Wir kennen uns erst ein paar Minuten, aber Veronika erzählt mir ziemlich offen, was sie beschäftigt. Ich habe den Eindruck, dass sie echt großen Redebedarf hat. Manchmal habe ich das Gefühl, dass so ich so anderen nicht gefalle und dann verunsichert mich das manchmal, wenn ich irgendwo hinkomme. Oder ich fühle mich dann manchmal so verurteilt. Ja, natürlich, wenn du von deiner Mutter zu Hause nur verurteilt wirst, dass du nicht dick sein darfst und dass du gesund sein darfst, dann denkst du natürlich, andere Menschen denken auch so über dich. Weil sie mich halt sehen und dann schon. Ja, eben, weil sie ihr zu Hause auch nur bewertet wird. Aber eigentlich, wenn ich jetzt unabhängig von dem Urteil von anderer so von mir denken würde, dann wäre ich eigentlich schon, fände ich mich eigentlich schon gut. Wenn du jetzt sozusagen deinen
den aktuellen Zustand sozusagen von dir in Bezug auf Ernährung beschreiben würdest. Findest du, dass das ein gesundes Verhältnis zum Essen ist? Also ideal glaube ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass heutzutage sehr, sehr schwer ist, so ein normales Verhältnis zu haben. Ja, es ist Wahnsinn, wie viele Arten von Essstörungen es gibt. Es gibt ja auch noch so eine weitere Essstörung, ich habe den Namen jetzt leider wieder vergessen. Der ist quasi auf Fitness bezogen, wenn du immer nur schaust, welche Nährwerte du zu dir nimmst, ob du genug Eiweiß isst, dass du so viel frisst, obwohl dein Körper schon Durchfall hat und nicht mehr kann, weil du Angst hast, dass du Muskelmasse verlierst. Das ist auch wieder so eine Essstörung, die noch viel krasser geworden ist durch diesen ganzen Fitnesswahn. Und die Dunkelziffern sind natürlich viel, viel höher, als wir sie eigentlich kennen. Aber ich glaube, dass die Essstörungen noch viel schlimmer geworden sind in der heutigen Zeit, als sie noch vor 10, 20 Jahren waren. Weil man die ganze Zeit von allen Seiten beeinflusst wird. Ja, aber es ist halt auch so, dass ich bei Stress oder bei Traurigkeit dann keinen Appetit habe. Mhm. Und das wissen halt viele nicht, aber trotzdem urteilen sie vorschnell. Ja. Veronika erzählt mir, dass sie nach einem Therapieplatz sucht. Aktuell wird sie aber immer abgelehnt, weil ihr BMI sehr niedrig ist. Zuerst soll sie stationär aufgenommen werden, um ein bisschen zuzunehmen. Aber das möchte ich nicht, weil ich finde nicht, dass ich schon so, also so, dass es so schlimm ist, dass ich irgendwie halt eingesperrt sein müsste und ich möchte halt nicht so von meinem Leben abgeschottet werden. Aber dann ist das halt so die einzige Variante, die mir vorgeschlagen wird. Geht es dir dann wirklich eher so darum, wie du ja gerade schon angerissen hast, dass du dann irgendwo eingesperrt bist oder dass es dann ja gezielt darum ginge, zuzunehmen? Ich glaube, sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch eine Essstörung nicht immer nur damit zusammenhängen muss, dass man dünn sein will, sondern auch mit Emotionalität und emotionalen Themen verknüpft ist, wie bei ihr, dass sie aus Angst gelernt hat, nicht geliebt zu werden, wenn sie zunimmt. Das habe ich auch bei dem Thema unter Dr. Weigel gesehen, dass viele sagen, sie stört es, wenn es immer nur darum geht. Und das ist aber wahrscheinlich der häufigste Grund von Essstörungen, ist eben das Gewicht abzunehmen und Angst haben zuzunehmen. Aber es gibt auch emotionale Gründe, sei es irgendwie mit oder wie bei ihr jetzt mit der Familie so ein schwieriges Thema zu haben. Die Fälle gibt es natürlich auch. Beides. Also ich bin schon ziemlich lange so dünn und ich habe mich halt auch so dran gewöhnt und ich gefallen mir halt einfach nicht, wenn oder dieses Gefühl, dass man so merkt, so ja, man nimmt jetzt so zu, ich mag das nicht und es ist halt, es ist ja nicht so, dass ich so krampfhaft jeden Tag mich zu tun und hungere, um so zu bleiben, sondern eigentlich ist es für mich halt so normal, so das Gewicht zu halten, weil ich mich irgendwie, ich werde extrem schnell satt und ich habe mich halt irgendwie auch so an weniger Essen einfach gewöhnt in der Zeit, weil ich sehr lange sehr, sehr wenig einfach gegessen habe, weil ich sehr depressiv war wegen der Schule. Bei dem Beratungsgespräch, das Veronika gemacht hat, wird klar, ihr Verhältnis zu Essen ist nicht gesund. Ich brauche Input von einer Expertin. Dr. Julia Tank ist Psychotherapeutin und klärt auf Instagram über Essstörungen auf. Sie betont, Eltern können ein Faktor bei Essstörungen sein, sie sind aber nicht der einzige. Wir unterscheiden da einmal zwischen individuellen Faktoren. Dazu zählt zum Beispiel eine biologische Komponente, sowas wie Genetik oder auch das Geschlecht, aber auch psychologische Faktoren des Kindes, also sowas wie Persönlichkeitseigenschaften. Ja. Wenn ich sehr perfektionistisch bin, dann ist es auch ein Risiko, dass ich dann das auch auf meinen Körper übertrage beispielsweise. Aber auch soziale Faktoren und da spielen die Eltern dann mit rein. Und wenn da eben bei den Eltern ein starker Fokus auf das Aussehen, starker Fokus auf die Ernährung, auf den Körper gelegt wird, dann kann es eben auch oder stellt es auch einen Risikofaktor dar. Ich hatte so ein ganz krasses Tochter-Mutter-Verhältnis in meiner Umgebung, nicht ich selber, dass ich beobachtet habe, wo die Mutter auf ihre Tochter eifersüchtig war und sich richtig gefreut hat, wenn die Tochter zugenommen hat, um sie damit aufzuziehen. Und wenn die Tochter abgenommen hat, war sie richtig giftig zu der, weil sie sie als eine Art Konkurrenz gesehen hat. Das war so gestört. So krass. Julia Tank sagt, dass ca. 50% der Mädchen zwischen 10 und 12 schon unzufrieden sind mit ihrem Körper. Bei weiblichen Teenagern sind es sogar 70%. Ja, krass. Ah, dein Zimmer. Wird wahrscheinlich noch mehr. Ja, das ist auf jeden Fall ein Mädchentraum, oder? Ja. Sehr gut, ich sehe schon direkt, du hast richtig viele Fotos und Erinnerungen an der Wand. Ja. Also zu dem Thema fällt mir jetzt zum Beispiel das Foto ein. Da bin ich mit einem Eis. Seht ihr, wie glücklich ich bin? Das ist, weil es nicht so oft vorgekommen ist, dass ich ein Eis durfte. Ja. Also meine Freundinnen, die durften viel mehr Süßes als ich. Also das heißt aber tatsächlich, waren Lebensmittel mit Zucker in deiner Kindheit so
voll die Ausnahme. Das ist halt echt krass. Das ist so genau das Gegenteil, wenn Eltern gar nicht drauf achten, was ihre Kinder essen und die Kinder halt in jungen Alter sehr viel Zucker und ungesundes Essen und dann halt dieses extreme Überwachen von Kindern ist halt auch nicht gut. Es muss halt den Mittelweg geben. Die Abby Sharps kann ich euch da übrigens empfehlen. Die beschäftigt sich auch sehr mit Ernährung mit Kindern. Da habe ich mir auch ein paar Bücher bestellt, in denen ich gerade schon dran bin zu lesen. Super interessant, wie man quasi damit umgeht, Kindern ein gesundes Essverhalten beizubringen, weil das ist echt schwierig, glaube ich. Also nicht voll. Wir durften jeden Tag nach dem Essen eine Süßigkeit aus so einer Vase. Mhm. Aber das war dann halt total was Besonderes. Und wenn wir uns nicht benommen haben, dann hieß es auch heute kein Nachtisch. Mhm. Weil das war so das Highlight des Tages. Darf ich mich setzen? Dass sie mit diesem Thema nicht alleine dasteht, hat Veronika erst durch TikTok gemerkt. Und ganz wichtig, ich glaube, es gibt auch viele, wo die Eltern sehr auf die Ernährung der Kinder geachtet haben, die keine Essstörung bekommen haben. Aber man kann halt eben auch, wie bei ihr jetzt sehen, es ist halt eine geworden. Ich habe diese Almond-Mom-Videos gesehen und dann dachte ich so, oh mein Gott, das hat meine Mutter auch gemacht. Oder, oh, da fällt mir so viel ein. Oder, oh ja, ich weiß noch ganz genau, so diese Süßigkeiten, die eigentlich nur so nachmachen von richtigen Süßigkeiten waren. Weil richtige Süßigkeiten die Ausnahme waren, ist Veronika richtig eskaliert, wenn sie die Chance hatte. Das Problem ist halt, wie gesagt, immer, du siehst halt auch, dass andere Kinder eben anders leben und Dinge dürfen, die du halt nicht darfst. Zum Beispiel einmal, da war bei Konfirmation so eine Feier und wir mussten was Süßes mitbringen. Und ich habe Kekse und Schokolade gekauft und ich konnte mich nicht beherrschen, bis also diese 2 Stunden, dass ich warten musste und habe alles alleine aufgegessen. Mhm. Mir war extrem schlecht und ich bin nicht zu dieser Konfi-Feier gegangen, weil ich einfach keine Maße gespürt habe. Und ich glaube, das kommt halt wirklich von diesem Verbot. Ja. Was ich an der Stelle wichtig finde, ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir Lebensmittel kategorisieren nach erlaubt, nicht erlaubt, gesund, ungesund. Das Essen verliert dann so die Funktion der Nahrungsaufnahme und bekommt dann eben so eine Moral oder so eine Emotionalität. Und da ist mein Tipp, dass man hinkommt zu immer Lebensmitteln und manchmal Lebensmitteln. Also, dass es da eben dieses Verbotene wegfällt. Ja, das ist ein guter Punkt. Meine Schwester meinte zum Beispiel, sie verzichtet so eigentlich für sich persönlich auf nichts. Die hat halt dieses Appetitgefühl noch. Ich muss auch sagen, ich habe echt gelernt, auf meinen Körper zu hören und auf meinen Appetit. Und ich merke das durch meinen Freund ganz arg. Wenn der halt fertig ist mit dem Essen, dann bleibt noch Essen übrig und dann isst der es morgen weiter. Ich habe irgendwie immer gelernt, aufessen, aufessen, obwohl ich schon voll bin. Also zu lernen, ab wann ist man satt und ab wann esse ich eigentlich nur, weil ich jetzt noch Gelüste darauf habe. Meine Schwester zum Beispiel sagt, sie verzichtet nie auf was. Wenn sie Schokolade will, dann isst sie halt ein bisschen Schokolade, aber halt nicht 3 Tafeln. Oder wenn sie Lust auf einen Kuchen hat, dann isst sie halt 1 Stück Kuchen und nicht 3. Und ich glaube, das ist halt wichtig, sich zu sagen, man muss eigentlich auf nichts verzichten. Man nimmt sich halt dann vielleicht nur ein bisschen kleineres Stückchen Kuchen, anstatt dass man halt dann 5 Stückchen Kuchen nimmt. Und das waren so Denkanstöße, die ich sehr interessant gefunden habe. Und auch sich zu überlegen, Essen ist ja auch etwas Emotionales und das tut gut, das schüttet Glückshormone. Neben dem Essen noch weitere Dinge zu finden, die dich glücklich machen. Weil bei mir war es damals bei meiner Essstörung so, Essen war das, was mich glücklich gemacht hat. Ich hatte nichts anderes, was mich glücklich gemacht hat. Und da sich Dinge zu suchen, was macht mich noch glücklich? Eine Routine für mich selbst. Schön baden gehen, duschen gehen, was für mich machen, was lesen. Eine schöne Serie schauen, was erfüllt euch noch mit Glück und tut euch gut neben nur dem Thema Essen. Ich möchte natürlich nicht alles auf meine Mutter schieben. Mhm. Und ich meine, sie hat mir ja immer noch Süßes erlaubt. Nur halt so, das war halt immer an so Regeln geknüpft. Erstens, wenn Süßigkeiten verboten wurden, wurde dazu natürlich immer gesagt, sonst wird man auch dick, mhm, unter anderem. Das ist halt auch so ein Trugschluss, den viele nicht verstehen. Du wirst von Süßigkeiten allein nicht dick. Wenn du am Tag 1800 Kalorien verbrennst und du isst 1800 Kalorien Süßigkeiten, ist es zwar nicht gut, weil viel Zucker drin ist, aber du bist in deinem Kalorienbereich. Das heißt, nur weil du jetzt was Süßes isst, wirst du nicht dick. Süßigkeiten haben nur mehr Kalorien. Das heißt, du musst wissen, wie viel Kalorien verbrennst du am Tag und wie viel Kalorien nimmst du ein. Und auch da würde ich sagen, achtet einfach auf euer Hungergefühl, dann braucht ihr auch nicht zählen. Zum Beispiel auch dieses ganze Rumgewiege. Geh nicht auf die Waage. Du siehst an deinen Klamotten, wenn du zu oder abgenommen hast. Und irgendwie wurde das schon von Anfang an so als größte Angst dargestellt. Mhm. So, das ist das Schlimmste, wenn du dann dick bist. So, das ist dann peinlich. Einmal hat auch meine Oma, ist sie beim Umziehen einfach reingekommen, mhm, und hat gesagt, ach, du bist aber rund geworden oder so. Und genau diese Kommentare halt, ne? Ganz normales, hübsches Mädel. Für mich war das so wie ein Schlag ins Gesicht. Einmal hat meine Mutter... Schaut mal,
Wie schön, wie hübsch. Und die muss sich so eine Scheiße anhören. Sagt, dass ich meinen Po trainieren sollte, weil er Schwabbel und Zellulite hat. Boah. Also, das sind doch einfach Aussagen. Wie kann man das zu seinem Kind sagen? Und das brennt sich dann viel mehr ein in Wahnsinn. So einen Kopf, als die Eltern dann realisieren. Wenn da eben solche Äußerungen häufig fallen, wie du musst mehr Sport machen, du solltest weniger Süßigkeiten essen, dann kann es eben passieren, dass Kinder anfangen, ihren eigenen Körper abzuwerten beziehungsweise so ein Gefühl bekommen von so wie ich bin ich nicht gut. Und aus diesem Gefühl heraus kann sich eine Essstörung entwickeln, sagt Julia Tank. Das hat auch Marie mit ihrer Mutter erlebt und anders als Veronika hat sie heute einen kritischen Blick auf ihre Mutter. Ich habe halt auch richtig doll gemerkt, wenn ich versucht habe abzunehmen, dass sie schon einfach netter zu mir ist. Ich habe mich immer wie ein Accessoire von ihr gefühlt, dass sie so vorzeigen kann in den richtigen Momenten. Jetzt heutzutage habe ich halt keinen Kontakt mehr zu ihr und ich musste halt super lange dran arbeiten, irgendwie diese Damage zu reparieren, weil ich einfach dadurch so eine super traumatische Kindheit hatte, die mein Selbstbild so verzerrt hat, dass ich meine ganze Jugend und mein ganzes Anfangs-Erwachsenenleben nur damit verbracht habe, das irgendwie aufzuarbeiten. Und deswegen habe ich halt gerade gar kein Interesse daran, Kontakt mit ihr zu haben. Für Marie war der Kontaktabbruch eine Rettung. Veronika ist heute eng mit ihrer Mutter und will einen anderen Weg gehen. Beim Abendessen will sie mit ihr über die Süßigkeitenverbote von damals sprechen. Mama und ich essen meist zwar unterschiedliche Sachen. Ah, okay. Weil Mama mag so eher so die russische Kost und mir ist das so ein bisschen nicht so meins. Olga, wie ist das für dich, dass Veronika sich ihr eigenes Essen macht? Ja, manchmal ist es anstrengend, weil wenn zwei Küchen am Herd sind und jeder für sich kocht, das ist manchmal unpraktisch. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sie das überhaupt bemerkt hat, dass ihr Verhalten dazu geführt hat und wie sie darauf reagiert. Aber ja, jeder hat seinen Geschmack. Ja. Ich denke, Dobnas ist bei Joi. Welches Mach würdest du machen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Die halt die Alternativen, das ist das, worüber ich geredet habe. Mhm. Also was wir anstatt die Originalversion hatten. Also erinnerst du dich daran noch, oder? Ja, aber ich würde sagen, das war nicht so streng, wie das manche machen. Mhm. Das war schon, also manchmal habe ich was erlaubt und manche Sachen waren zwar gesund, aber nicht so sehr gesund. Also es geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. Oh Gott! Passendes Wetter zum Thema, ey, und das auch noch online und das auch noch live vor der Kamera. Was war los? Ich weiß nicht, wie das jetzt so direkt über uns ist. Ich weiß nicht, aber ganz nee. Bisschen nass. Ja, wir können auch reingehen. Aber es schüttelt schon. Ja. Das ist halt genauso dieses immer extra rumgekochen. Das habe ich irgendwann auch gemacht. Ich habe nicht mehr das Essen meiner Mutter irgendwann gegessen, sondern auch immer extra gekocht. Immer extra, immer extra. Hast du aus heutiger Sicht jetzt das anders gemacht in der Kindheit? Ja, ich denke, ich müsste ihr mehr Freiheit geben und ein bisschen mehr erlauben, als ich das gemacht habe, damit sie sich etwas entspannen kann. Ja, aber das kann man ja vorher halt nicht wissen bei einem Kind. Mich würde halt jetzt einfach mal mehr interessieren, ist ihr klar, dass ihr Kind so leidet, dass ihr Kind bis heute nicht viel essen will, weil sie Angst hat zuzunehmen? Das wird hier jetzt gerade gar nicht thematisiert. Es kann halt echt eine Gratwanderung sein, Kinder gesund zu ernähren, ihnen dabei aber kein problematisches Verhältnis zu ihrem Körper anzuerziehen. Das ist halt super schwierig und es kann auch sein, hätte sie jetzt Geschwister, dass die davon nicht betroffen sind. Es kommt halt auch immer auf die Person an. Ich finde es immer schwierig zu sagen, Person XY ist immer schuld. Es kommt auch immer auf jedes Kind anders an. Jeder Mensch ist ein Individuum für sich selbst. Und während meine Schwester so Sprüche nicht ausgemacht haben, die jetzt nicht von meinen Eltern kamen, sondern vom Umfeld, haben sie mir umso mehr wehgetan und ich bin voll reingerutscht. Aber ich würde gerne wissen, ob die Mutter sich bewusst ist, dass ihre Tochter Probleme damit hat. Naja, ich würde mir wünschen, dass Veronika sich ausgewogener ernährt. Und ja, nicht nur so super gesunde Sachen isst, sondern auch manchmal weniger gesunde.
Aber okay. dass ihr Körper auch alles bekommt, was er braucht. Mhm. Da muss ich aber auch sagen, dass was mich stört, ist, dass du immer so eine große Sache daraus machst. Wenn du nichts isst, dann finde ich ja, dann das nicht gut. Später was anderes. Ich hoffe einfach, dass in der nächsten Generation man vorsichtiger ist mit Kommentaren über Körper oder Essensweisen von anderen. Boah, ich finde es jetzt super schwer durchzublicken gerade irgendwie. Jetzt war ja es so, dass es hieß, dass sie sagt, iss doch mal auch ungesund. Aber vorhin hieß es, sie durfte nicht ungesund essen. Also irgendwie seltsam. Aber ich finde, es ist gut, dass sich jetzt die Vorstellungen über den Körper geändert haben. Und man akzeptiert mehr, dass die Körper verschieden sein können und sind trotzdem schön. Man muss nicht irgendeinen Ideal haben, ja. Man kann auch diesem Ideal nicht entsprechen, trotzdem gut aussehen und schön sein. Und das ist wichtig. Veronika und ihre Mutter haben tatsächlich ja irgendwie komplett die Rollen getauscht. Heute ist Veronika diese gesunde Ernährung super wichtig, während ihre Mutter sich wünscht, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen locker lassen kann. Insgesamt muss ich echt sagen, diese Recherchen an dem Film und die Geschichten, die ich gehört habe, haben mir nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass wir unseren Kindern ein entspanntes und positives Verhältnis zu Essen mit auf den Weg geben, auch wenn das manchmal halt echt total herausfordernd sein kann. Habt ihr denn schon Erfahrungen damit gemacht, dass eure Eltern vielleicht Essverhalten oder Körper kommentiert haben? Dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich total auf den Austausch. Ja, das ist tatsächlich auch was, wo ich gerade gar nicht durchblicke irgendwie. Die Mutter wirkt jetzt irgendwie so, was passiert hier? Warum ist das jetzt hier ein Problem? Eigentlich soll sie doch ungesund auch essen. Sie hat jetzt ja auch gerade irgendwie Pfannkuchen mit irgendwas anderem gemacht, was jetzt nicht mega ungesund ist, aber halt einfach auch jetzt nicht dieser Salat, wie ich es mir vorgestellt hatte. Irgendwie sind hier gerade so, es war irgendwie seltsam. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Es war jetzt sehr undurchsichtig. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze ausging. Vielleicht war es der Mutter auch einfach nur sehr unangenehm. Ich glaube auf jeden Fall, dass viele von euch diese dummen Sprüche kennen und dass die immer tiefe, tiefe Wunden und Narben hinterlassen. Denn Worte können manchmal auch sehr viel beeinflussen und sehr schmerzhaft sein. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf eure Erfahrungen und auch Meinung, auch zu dem Verhältnis von ihr zwischen der Mutter. Ich weiß noch, als ich damals meine Essstörung hatte, habe ich auch irgendwo dann die Schuld gesucht, als anstatt auch einfach mal sich selbst zu hinterfragen. Es muss nicht immer jemand schuld sein, sagen wir es so. Also man muss nicht immer sagen, das ist der Ursprung, das ist der Grund. Es können auch mehrere Dinge und Einflüsse sein. Und ich glaube, dass die meisten Eltern da draußen nur das Beste für euch wollen. Aber gerade beim Thema Essen, das so empfindlich ist, kann ich euch Abby Sharp sehr empfehlen. Die hat sehr gute Bücher darüber auch gelesen und empfiehlt die auch immer wieder, weil ich glaube, dass das ein sehr fragiles Thema. Deswegen, wenn ihr Eltern seid, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das handelt. Cooles Video von Reporter. Ich mag die sehr. Die machen sehr, sehr coole Videos. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo auch. Und Originalvideos wie immer unten in der Beschreibung. Wir sehen uns in den nächsten Videos.